an Franz Xaver Kappus. Rom, 23. Dezember 1903. Mein lieber Herr Kappus, Sie sollen nicht ohne einen Gruß von mir sein, wenn es Weihnachten wird und wenn Sie inmitten des Festes Ihre Einsamkeit schwerer tragen als sonst. Aber wenn Sie dann merken, dass sie groß ist, so freuen Sie sich dessen. Denn was, so fragen Sie sich, wäre eine Einsamkeit, welche nicht Größe hätte? Es gibt nur eine Einsamkeit, und die ist groß und ist nicht leicht zu tragen. Und es kommen fast allen die Stunden, da Sie sie gerne vertauschen möchten gegen irgendeine noch so banale und billige Gemeinsamkeit, gegen den Schein einer geringen Übereinstimmung mit dem Nächstbesten, mit dem Unwürdigsten. Aber vielleicht sind das gerade die Stunden, wo die Einsamkeit wächst. Denn ihr Wachsen ist schmerzhaft, wie das Wachsen der Knaben und traurig wie der Anfang der Frühlinge. Aber das darf sie nicht irre machen. Was Not tut, ist doch nur dieses. Einsamkeit. Große innere Einsamkeit. In sich gehen und stundenlang niemandem begegnen. Das muss man erreichen können. Einsam sein, wie man als Kind einsam war, als die Erwachsenen umhergingen, mit Dingen verflochten, die wichtig und groß schienen, weil die Großen so geschäftig aussahen und weil man von ihrem Tun nichts begriff. Und wenn man eines Tages einsieht, dass ihre Beschäftigungen armselig, ihre Berufe erstarrt und mit dem Leben nicht mehr verbunden sind, warum dann nicht weiter wie ein Kind darauf hinsehen, als auf ein Fremdes aus der Tiefe der eigenen Welt heraus, aus der Weite der eigenen Einsamkeit, die selber Arbeit ist und Rang und Beruf. Feiern Sie, lieber Herr Kappus, Weihnachten in diesem frommen Gefühl, dass er vielleicht gerade diese Lebensangst von Ihnen braucht, um zu beginnen. Gerade diese Tage Ihres Überganges sind vielleicht die Zeit, da alles an Ihnen, an ihm arbeitet, wie Sie schon einmal als Kind atemlos an ihm gearbeitet haben.